Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe BZ-Leserinnen, liebe BZ-Leser, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste hier auf dem Podium, Frau Näslein, Herr Schneuker. Ich begrüße Sie hier zu unserem BZ-Gespräch im Binzener Rathaussaal, der heute leider ganz ohne Publikum stattfinden muss. Wir wissen ja, Corona-Pandemie macht einige Veränderungen und Anpassungen notwendig. Das wirkt sich auf unser ganzes Leben aus und eben auch auf Wahlen, Wahlkämpfe und auch auf die Wahlkämpfe normalerweise begleitenden Veranstaltungen. Wir haben uns deshalb entschlossen, hier in Binzen, wo ja am Sonntag eine wichtige Entscheidung ansteht, nämlich die Wahl eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin, den Wahlkampf quasi auf diesem Wege mit unserem Online-Format ein klein wenig mit auf den Weg zu bringen, da bisher ja nicht so sehr viel stattgefunden hat oder stattfinden konnte. Deshalb treffen wir uns jetzt hier heute mit den beiden Kandidaten, um Ihnen, die Sie draußen zuschauen, die Möglichkeit zu bieten, sich ein bisschen ein Bild zu machen, für was die beiden stehen. Und das dann auch als Entscheidungshilfe nutzen können, um bei der Wahl am Sonntag an der richtigen Stelle ihr Kreuz zu machen. Wir wollen mit unserem Angebot also dazu beitragen, doch noch ein Stück Wahlkampf stattfinden zu lassen. Mein Name ist Hannes Lauber. Ich bin Leiter der Weiler Lokalredaktion der Badischen Zeitung, die zuständig ist für den Bereich Weil am Rhein, Kandertal und Efringkirchen. An meiner Seite mit dabei ist der Kollege Moritz Lehmann, der in der Redaktion den Bereich Kandertal betreut und deshalb auch mit den Verhältnissen hier in Binzen gut vertraut ist. Für unseren Gedanken- und Meinungsaustausch hier haben wir uns so als Rahmen etwa eine Stunde gesetzt. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchten wir die beiden Kandidaten erst noch mal kurz vorstellen. Da haben wir zum einen den Amtsinhaber, den Herrn Schneuger, Andreas Schneuger, der auch an der ersten Stelle auf dem Wahlzettel steht und der vor 8 Jahren die Nachfolge von Ulrich Mayer angetreten hat. Zur Erinnerung, damals waren es 3 Kandidaten und Herr Schneuger hat damals gleich im ersten Wahlgang gesiegt und zwar relativ überzeugend mit 78,9% bei einer Wahlbeteiligung von knapp über 60, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Andreas Schneuger ist inzwischen 56 Jahre alt. Damals haben wir ihn noch mit einem anderen Alter angekündigt. Er stammt aus Lörrach und wohnt auch heute noch dort. Er ist verheiratet und Vater 2 erwachsener Kinder. Mit Andreas Schneuger haben sich die Binzener einen Verwaltungsfachmann ins Rathaus geholt. Sie haben an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl studiert und da mit dem Diplom Verwaltungswirt abgeschlossen. Genau. Andreas Schneuger ist Mitglied der CDU und gehört der CDU-Fraktion im Kreistag an. Außerdem ist er Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbandes Vorderes Kandertal. Ich habe die Ehre, die Frau Näslein vorzustellen, Daniela Näslein, die Herausforderin, 36 Jahre jung. Gebürtig aus Bosnien-Herzegowina, aber aufgewachsen in Titisee-Neustadt seit dem 5. Lebensjahr und seit 2011 Binzimmerin. Mhm. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter, wie alt? 5. 5 Jahre. Genau. Und sie ist gelernte Finanzassistentin. Damals noch bei der Dresdner Bank gelernt, genau. Dann noch den Bankbetriebswirt draufgesattelt, genau. Und arbeitet heute als Kreditanalystin bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden in Lörrach. Genau. Ihre Aufgabe ist dabei in erster Linie Kreditanträge zu prüfen von privaten, öffentlichen. Genau. Genau, und in Ihrer Freizeit sind Sie engagiert im Flüchtlingshelferkreis hier in Binzen und in der AG Familienfreundliches Binzen. Genau. Sie haben auch bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr kandidiert für den Gemeinderat. Damals auf der neuen Liste Unabhängige für Binzen, haben aber kein Mandat errungen. Das ist richtig. So viel zur Einführung. Ja.
Ich bin ja gerade schon drauf eingegangen in der Einführung. Corona-Zeit macht alles ein bisschen schwierig, nicht? Öffentliche Veranstaltungen sind quasi nicht möglich. Mich würde eingangs mal interessieren, wie für Sie jetzt der Wahlkampf sich gestaltet hat unter den Bedingungen. Was haben Sie da überhaupt unternehmen können, wenn Sie vielleicht den Anfang machen, Herr Schneuger? Es war sicher eine sehr herausfordernde Zeit für uns in den letzten 3-4 Monaten, auch für die Verwaltung, auch für die Verwaltung des Gemeindeverwaltungsverbandes. Und es hat de facto kein Wahlkampf stattgefunden, haben Sie recht. Wir wollen da auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wir wollten auch Vorbild sein. Und ich habe da für mich dann entschieden, eigentlich keinen Wahlkampf zu machen. Ja. Wobei das ja geheißen hätte, auf persönliche Begegnungen oder so zu verzichten. Aber es gäbe ja möglicherweise auch noch andere Möglichkeiten. Also indem man zum Beispiel Flugblätter verteilt oder. Ja, wir haben, also ich habe einen Flyer verteilt, einen Flyer kreiert, den wir verteilt haben im Ort. Und aber wir haben nicht zu Veranstaltungen eingeladen oder ich habe auch nicht Leute besucht. Also mir war dann schon wichtig, auch der Öffentlichkeit zu zeigen, dass wir das selber ernst nehmen, was wir auch der Bevölkerung zumuten. Und wir haben ja einiges zumuten müssen. Ja. Wir haben ja eingangs, als wir die Veranstaltung angekündigt haben, Leser der Badischen Zeitung auch gebeten, uns Fragen einzuschicken, um das Ganze noch ein bisschen zu ergänzen. Es passt jetzt sehr gut dazu. Der Herr Wunderle, Thomas Wunderle, hat auch eine Frage geschickt und hat gesagt, warum hat eigentlich der Herr Schneuger bei der Kommunikation nicht viel mehr auf die sozialen Medien gesetzt? Wieso haben Sie da so Abstand genommen? Also ich war vor 8 Jahren war ich auf Facebook. Ich habe mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, auch Jungen hier in Binzen, und habe mal abgefragt, wie die eigentlich das Thema Facebook sehen. Und in der Regel war die Antwort, wir kriegen alles mit, was Sie oder was du machst. Und aus deren Sicht war ein Facebook-Beitrag nicht erforderlich. Und aus dem Grund habe ich auch gedacht, ich mache kein Facebook. Verzichten Sie darauf. Verzichte auf das Facebook, ja. Wie ging es Ihnen, Frau Näslein? Bei mir war es natürlich etwas anders. Der Herr Schneuger hat da ein bisschen einen Vorsprung, weil er natürlich hier in der Gemeinde als Amtsinhaber bekannter ist. Deswegen habe ich natürlich auch mit Flyern, der verteilt worden ist, das in die Wege, also verteilen lassen und natürlich auch das Medium, die sozialen Medien, sei es Instagram, Facebook, natürlich auch ein bisschen genutzt, um zumindest auf meine Themen aufmerksam zu machen. Habe auch eine kleine Homepage erstellt, wo mir einfach die wichtigsten Themen, wo ich kurz und knapp meine wichtigsten Themen vorstellen wollte, damit natürlich auch bei den anderen Bürgerinnen und Bürgern, die mich persönlich natürlich noch nicht so kennen, die Möglichkeit besteht, sich da ausreichend zu informieren. Sie haben ja auch den Versuch gemacht, ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, indem Sie zu Gartenzaungesprächen eingeladen haben, genau. So hieß es, glaube ich. Gell? Genau. Hat es Resonanz gefunden? Teils, teils. Also es, ich sage jetzt mal natürlich nicht dieses... Man hat bei mir angerufen und hat um ein Gespräch gebeten, dass ich dann natürlich dorthin gekommen bin. Aber wenn man natürlich so im Ort unterwegs war, dass dann mal man angesprochen worden ist, da hat es natürlich stattgefunden. Natürlich auch den entsprechenden Corona-Verordnungen mit Abstand und so weiter ist es natürlich möglich gewesen. Und in den persönlichen Kontakten hat es dann auch tatsächlich so geklappt. Ja. Herr Schneuger. Wir haben Sie 2012, beziehungsweise mein Vorgänger, schon mal gefragt im Wahlkampf, wie Binzen im Jahr 2020 aussehen soll. Erinnern Sie sich noch daran? Teilweise, ja. Ich gehe davon aus, Sie sagen mir das jetzt, was ich damals gesagt habe. Ja, also, Sie haben da verschiedene Szenarien aufgebaut. Ich würde die jetzt einfach mal Stück für Stück durchgehen. Das Lärmproblem durch die A98 ist gelöst. Ich antworte direkt, ja. Mögen. Ja, klar. Das ist eines der Themen, die ich leider nicht bewältigen konnte. Das war mir eigentlich ein Herzensanliegen damals. Es ging de facto um die Lärmschutzwand und dort die Installation von Solarmodulen, also aufgeständert auf die Lärmschutzwand. Die Himmelsrichtung wäre ideal, Süden. Wir hatten noch Strom erzeugt, wir hatten den Lärmschutz bearbeitet. Allerdings das Ergebnis der Untersuchungen war dann, dass die Lärmschutzwand statisch nicht geeignet war. Weiteres Thema war, dass wir als Gemeinde die Verantwortung hätten übernehmen müssen dann. Also momentan ist ja der Bund verantwortlich für diese
Lärmschutzwand und werden die Verantwortung übernehmen müssen, zum Beispiel bei Sturm, wenn irgendwas mit der Lärmschutzwand oder mit den Modulen passiert wäre. Und da haben wir dann Abstand genommen davon. Mhm. Also ich kenne da schöne Beispiele, wenn Sie durch die Schweiz fahren. Bei Chur gibt es kilometerlange solare Lärmschutzwände. Ist ganz toll, sieht ja optisch super aus. Mhm. Das war ein Thema, das leider nicht umgesetzt werden konnte. Und da passiert auch nichts mehr? Weil es gab tatsächlich auch einen Leser. In dem Fall war es, muss ich mal nochmal, der Herr Klaus Völl hat sich nämlich auch gefragt, was passiert denn da eigentlich? Momentan passiert nichts. Also das würde nur durch einen Bau, einen kompletten Neubau, also einen Abbau der jetzigen Lärmschutzwand und einen kompletter Neubau einer Wand, die dann statisch geeignet wäre, diese Solarmodule aufzunehmen. Und da sind wir einfach nicht zuständig. Und wie gesagt, auch die Verantwortung dann zu übernehmen in die Gemeinde und die Verantwortung vom Bund wegzunehmen, das ist aus unserer Sicht unverhältnismäßig, ja. Was sehr schade ist. Ja, das. Okay, nächster Punkt. Der ÖPNV, öffentliche Personennahverkehr, ist sinnvoll ausgebaut. Also ich denke, wir haben, das sind ja Kreistagsentscheidungen, die Sie jetzt ansprechen. Wir haben, Sie haben aber als Bürgermeister kandidiert. Nicht ja, als ja, ich antworte ja gleich. wir haben eine Erweiterung der Busverbindung haben wir beschlossen im Kreistag. Ich habe mich auch massiv dafür eingesetzt. Wir haben im Kantertal haben wir zunächst mit eigenen Beträgen, ich glaube, es waren 100.000 Euro, meine ich, im Jahr, haben wir der Ausbau der Bus. Linie, die Taktverdichtung, die Taktverdichtung Bus, zum Beispiel, ja. Aber da ist ja nicht viel passiert, also ein bisschen in Stoßzeiten leicht. Ja, doch. Also doch, wir haben, also wurde einiges gemacht. Ich denke, ein Hauptthema, wo ein Problem darstellt, sind die Randzeiten, abends und Wochenends. Aber tagsüber, das ist schön verdichtet. Ich meine, und wenn ich so mit der Bevölkerung rede, ist das Thema gut gelöst. Dass man da noch Verbesserungen erzielen kann, überhaupt keine Frage. Also ich habe mich im Vorfeld auch mit dem Frank Rumm drüber unterhalten, Gemeinderat, Stimmenkönig bei der Kommunalwahl. Und der würde das eher auf die Liste von nicht erfüllt setzen. ÖPNV ist sinnvoll ausgebaut, also dass da noch auf der oben ist. Aber zu dem Thema kommen wir auch gleich nochmal. Ja, würde ich auch sagen. Die Spiel- und Bolzplätze sind auf dem neuesten Stand. Mhm. Wir haben den Lochacker Spielplatz neu gebaut in den letzten 8 Jahren. Da war ja nach dem Bebauungsplan einer vorgesehen, aber noch keiner gebaut. Wir haben den Spielplatz bei der Mühlenstraße, haben wir, der war schon vorhanden, aber den haben wir dann eigentlich komplett neu gebaut. Spiel- und Bolzplätze, also wir werden bei den neuen TuS. Sportplätzen, beim TuS, ist eine Fläche vorgesehen, die ist auch schon eingesät, aber die muss noch ein bisschen hergerichtet werden und dort haben wir dann auch eine Bolzplatzmöglichkeit. Kann man gelten lassen? Da würde ich einen Haken dran machen. Das kann man gelten lassen, ja. Okay, das Sportplatzthema ist zur Zufriedenheit aller Beteiligten umgesetzt. Ich denke, muss man auch nicht groß drüber reden. Es gibt neue Sportplätze, es gibt ein neues Sportheim. Frau Näslein, wenn Sie nicht einverstanden sind, dürfen Sie auch gerne. Alles gut. Das Radwegnetz ist optimiert. Da sind wir auch dran, das wissen Sie. Es gibt eine Radwegeverbindung von Kantern Richtung Haltingen. Da fehlt noch der Lückenschluss ab Rümingen. Da haben wir jetzt die notwendigen Grundstücke, sind jetzt erworben durch die Gemeinden. Und mit einem Grundstückseigentümer sind wir uns einig, dass wir einen Teil der Fläche kriegen, um dann die Verbindung auszubauen. Wir werden intern, also hier an der Hauptstraße, werden wir die Piktogramme aufbringen, sodass wir hier dann relativ gefahrlos durch die Hauptstraße fahren kann, auch in Kombination mit dem Kreisel. Am Ortsausgang werden wir da die Verhältnisse für die Radfahrer wesentlich verbessern. Okay. Die kommunalen Gebäude sind energetisch saniert. Weiteres Versprechen? Ja, größtenteils erfüllt. Mhm. Wir haben jährlich 200.000 Euro investiert. Also wenn Sie hier schauen, die Fenster, die sind auf neuestem Stand. Wir haben das kommunale Wohnhaus, das ältere, haben wir auch die Fenster erneuert. Wir haben alle öffentlichen Gebäude, also alle Gebäude, die uns gehören, mit PV bestücken lassen durch die Bürgerenergie Dreiländereck. Also wir haben die Dächer verpachtet mit Photovoltaik, genau. Und wir haben, wie gesagt, jedes Jahr die Summe von nicht unerheblichen 200.000 Euro investiert, um hier auch Vorbild zu sein. Meiner Kenntnis nach gibt es aber die PV-Anlage, Photovoltaikanlage nur auf dem TuS-Sportheim.
Nee, wir haben alle kommunalen Dächer. Das fing an mit dem Feuerwehrgerätehaus. Das war das Erste. Dann haben wir die Kinderschule, das Gebäude an der Kinderschule. Wir haben den Oberlin-Kindergarten, wir haben die Krippe mit PV bestückt. Das sind alle Dächer, die geeignet sind, also die nach Süden gerichtet sind, haben wir bestückt. Und die letzte Anlage, die ist in der Tat, das ist die Anlage beim TUS mit großen 70 kW. Aber alles nicht durch die Gemeinde, sondern wir haben gesagt, da gibt es eine Bürgerenergiegenossenschaft, da sind wir auch Mitglied als Gemeinde. Aber mir war wichtig, dass die Dächer bestückt werden. Und das haben wir erreicht. Okay. Die kommunalen Heizungen sind auf regenerative Energien umgestellt? Teilweise. Wir haben den Erdgasbezug haben wir umgestellt, dass zumindest teilweise Bio-Erdgas gewonnen wird. Wir haben, was mir wichtig ist, wir haben die Verbräuche minimiert. Da wird viel zu wenig geredet aus meiner Sicht. Wir reden viel zu häufig über das Thema Umstellung der Energieträger, aber wir reden zu wenig über den Verbrauch, das heißt, den Verbrauch erst gar nicht entstehen zu lassen. Und das haben wir deutlich erreicht mit den Maßnahmen, die ich vorher auch genannt habe, zum Beispiel Sanierung der Gebäude. Okay, das letzte Versprechen für Binsen 2020 war, Binsen ist zumindest beim Strom energieautark. Aber nicht für 2020. Doch. 2012 bis 2020, okay. Also das haben wir nicht erreicht. Da gäbe es die Möglichkeiten, das wäre die nächste Maßnahme, die leider durch Corona zunächst unterbrochen ist. Wir sind ja beteiligt an einem Landkreisprojekt. Da haben, glaube ich, die Hälfte der Gemeinde im Landkreis machen damit, dass wir für die privaten Dächer, dass wir Werbung machen, dass wir informieren für die privaten Dächer, dass die Hauseigentümer eigene PV-Anlagen, also wenn Sie mal schauen auf Binsen, zum Beispiel von der Luke oder auch drüben vom Frohnberg, dann sehen Sie deutlich, dass da noch Bedarf besteht. Okay, das ist besteht. Der Aufgabe der Bürger sozusagen. Ja, durch Unterstützung der Gemeinde. Mhm. Ich denke, die Vorbildfunktion, die haben wir wahrgenommen und da gab es einen Termin im März, der musste dann leider aufgrund Corona verschoben werden. Aber das ist ein Thema, das ist mir wichtig, das Thema PV. Okay, wir wollen ja nicht nur über die Zukunft reden, sondern nicht nur über die Vergangenheit, sondern jetzt tatsächlich über die Zukunft. Ja, ich glaube, Frau Nessler, wenn man das gehört hat, was der Herr Schnorke jetzt zusammengefasst hat, man kann es ja ein bisschen so auf den kurzen Nenner bringen. Überall da, wo die Gemeinde für sich selber tätig werden kann, da läuft es eigentlich ganz gut, nicht? Da hat man die Sachen selber in der Hand. Überall da, wo man von Dritten abhängig ist, wird es natürlich umso schwieriger, weil man da zu Kompromissen gegebenenfalls kommen muss oder halt Ausgleiche finden. Sie treten jetzt hier gegen den Amtsinhaber an. Ja. Es ist ja eher außergewöhnlich oder nicht so gewöhnlich, dass in so einer Konstellation sich ein Gegenkandidat überhaupt findet. Nicht? Man erlebt es immer wieder, dass dann der Amtsinhaber alleine bleibt bei der Kandidatur. Trotzdem haben Sie es gewagt. Das ist ja eigentlich eine mutige Entscheidung. Mich würde jetzt mal interessieren, was hat Sie denn an Herrn Schnorke so gestört, dass Sie gesagt haben, da muss auf jeden Fall ein zweiter Kandidat her, damit die Bürger eine Alternative haben bei der Wahl? Dass ich mutig bin, das habe ich in der Vergangenheit sehr häufig gehört. Mutige Menschen haben keine Angst, keine Zweifel, keine Vorbehalte, auch neue Dinge zu versuchen oder neue Dinge auch anzugehen. Und ich denke, dass auch die Bürgerinnen und Bürger auch eine entsprechende Wahlmöglichkeit haben sollten. Unser Land lebt von der Demokratie und wenn natürlich keine Alternative oder keine Wahl besteht, dann sollte, ja, ist es sehr schwierig, sage ich jetzt mal, da auch, wenn zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger nicht zufrieden sind, da auch das auch zu äußern. Und so könnten sie es zum Beispiel. Wobei mein Grund war, da tatsächlich auch anzutreten. Ich bin hier in die Gemeinde Binsen hergekommen, habe mich integriert, fühle mich hier wohl, möchte natürlich auch in der weiteren Zukunft sowohl für mich wie auch für meine Familie beziehungsweise auch für die weiteren Bürgerinnen und Bürger dieses gelebte Dorfleben auch behalten und deswegen kandidiere ich da auch. Mhm. Aber wenn Sie die Alternative sein wollen, müssen die Bürger ja eigentlich auch wissen, wofür sie stehen. Nicht? Also was würden Sie denn anders machen als der Herr Schnorke? Wo würden Sie andere Akzente setzen oder wo haben Sie andere Ziele als er?
Ich denke, das hat man auch an den Punkten natürlich gesehen, an den Flyern, dass wir uns natürlich da gewisse Schnittstellen haben. Das ist ja durchaus legitim. Aber es gibt natürlich auch einige Sachen, wo ich jetzt sagen würde, gerade das Projekt Kandergrund ist ein sehr großes Thema, was ja in den nächsten Jahren auch ansteht, wo ich dann vielleicht einen anderen Blickwinkel da auch sehe, wie die Gemeinde agieren könnte, um halt auch Probleme, die es vielleicht auch jetzt schon gibt, auch tatsächlich zu lösen oder schon gegenzusteuern. Mhm. Dann Kandergrund werden wir nachher gerade noch dazu kommen. Genau. Sie heben ja auch immer ein bisschen so drauf ab, Transparenz, Bürgernähe, nah bei den Leuten sein. Wo sehen Sie da Defizite bei Herrn Schneuger? Ich sage jetzt mal, das hat eher vielleicht auch allgemein mit der Verwaltung zu tun, dass sie, ja, wir leben heute in einem sehr schnelllebigen Alter und auch der Bürger oder grundsätzlich die Leute möchten auch schnell informiert werden. Und da sind natürlich die Themen, dass ein Rathaus, man auf der Homepage anstehende Sachen erfahren kann oder auch in der Verwaltung, wenn man irgendwelche Anträge hat, auch da relativ schnell agieren kann, indem ich den Antrag schon vorab vielleicht beispielsweise ausdrucken kann, schon ausfüllen kann. Jetzt in Corona-Zeiten muss ich sagen, das fand ich sehr toll, dass da Online-Terminvergabe möglich war, dass sowas vielleicht auch nicht nur jetzt aufgrund von der Corona-Krise ist, sondern auch für die Zukunft. Das sind so Punkte, wo ich mir mit diesem bürgernah oder transparent Verwaltung dann einfach die Punkte sehe. Mhm. Genau. Herr Schneuger ist bei der CDU, haben wir ja vorhin schon gehört. Wo würden Sie sich parteipolitisch verorten? Also ich selber gehöre keiner Partei an, trete hier auch parteilos auch an, unabhängig. Es gibt gewisse Themen, die würden mal zu der Grünen Fraktion natürlich zuordnen. Es gibt andere Themen wie bezahlbarer Wohnraum, soziale Themen, familienpolitische Themen. Das würde sich eher der SPD zuordnen. Genauso wie es sicherlich auch Punkte gibt, die bei der CDU auf der Liste stehen. Also von dem her sehe ich das sogar als Vorteil, dass ich da unabhängig, parteiunabhängig dann auch antrete. Aber Sie würden schon sagen, so Tendenz grün-rot? Kann man so sagen, ja. Vielleicht, ja. Wir hatten eine Zuschrift von einem Leser oder gleich von mehreren, also Jürgen Knöbel, Thomas Wunderle und Christine Braun haben gefragt, als Kreditanalystin ohne Verwaltungshintergrund, fragen Sie sich, ob Sie über die nötige Führungserfahrung und Qualifikation verfügen für dieses Amt. Wie würden Sie das selber einschätzen? Ich selber bin oder war auch nicht in einer Führungsposition. Da bin ich mir durchaus bewusst. Ich kenne natürlich durch meine langjährige Berufserfahrung bei der Sparkasse natürlich, wie gewisse Themen oder Verwaltungsstrukturen ablaufen. Aber ich scheue mich da auch nicht, mich da auch entsprechend einzuarbeiten und auch das, was ja schon besteht. Es ist ja nicht alles, man muss ja das Rad nicht neu erfinden, wie man so schön sagt, sondern man kann ja auch auf dem, was ja schon da ist, aufbauen und das möchte ich auch so weiter. Ja. Genau. Weil es gerade dazu passt, will ich gerade noch eine andere Frage hier anfügen, die von Lesern kam, und zwar vom Pfarrer Fiedler und von Stefan Mattes. Denen ist aufgefallen, dass Sie ja letztes Mal bei der Kommunalwahl auch kandidiert haben für den Gemeinderat, da aber den Einzug nicht geschafft haben ins Gremium. Und die wollen jetzt wissen, was Sie da so optimistisch macht, dass Sie trotzdem jetzt Chancen haben könnten, bei der Bürgermeisterwahl entsprechend Erfolg zu haben. Es war natürlich bedauerlich, dass es dabei als bei der Kommunalwahl nicht geklappt hat, aber das hat mich ja natürlich nicht weiterhin gescheut, trotzdem mich in der Gemeinde zu engagieren, auch bei den jeweiligen Gemeinderatssitzungen mit dabei zu sein. Von dem her hat mich das nicht gescheut, da weiter von diesem, ich sage jetzt mal, politischen Engagement Abstand zu nehmen. Und ich möchte für die Bürgerinnen und Bürger, wie soll man sagen, offen sein. Sie werden es selber entscheiden, ob ich die richtige Person bin. Und am Sonntag wird man das dann entsprechend sehen. Das wissen. Genau. Okay, wir wollen jetzt ein paar Themen
Blöcke aufgreifen. Als erstes haben wir uns den Klimaschutz vorgenommen. An Sie, Herr Schneuger, die Frage. Es ist ja vor der Corona-Zeit ständig eigentlich vom Klimaschutz die Rede gewesen, nicht? Weil damals gerade diese Fridays for Future-Thematik hochkochte. Jetzt erinnert man sich ja schon fast nicht mehr dran, weil Corona halt alles überlagert. Aber und da gab es dann auch diese wie soll ich sagen, Versuche, dem gerecht zu werden, indem dann zum Beispiel sogar bei der Jugendfeier vom TUS keine Würste oder Steaks mehr ausgegeben wurden, sondern irgendwelche Alternativen. Wie war das? Crepe gab es und so. Aber auch mit Schinken, muss man dazu sagen. Ja, okay. Sie haben ja mal die Devise ausgegeben, klimaneutrales Binsen bis zum Jahr 2050. Ich frage mich, wie soll das konkret funktionieren? Wie stellen Sie sich das vor? Was kann da der Bürgermeister der Gemeinde Binsen machen? Ist gerade angesprochen worden vom Herrn Lehmann, das Thema PV. Erlauben Sie mir zunächst noch das Thema CDU ganz kurz anzusprechen. Mhm. Das Thema Klimaschutz ist nicht unbedingt nur ein grünes Thema. Das ist auch ein konservatives Thema, nämlich das Bewahren der Schöpfung. Mhm. Darum ist mir das Thema auch sehr wichtig als CDU-Mitglied. Wie kann das Binsen erreichen? Wir haben ein Klimaschutzkonzept erarbeiten lassen vor einigen Jahren. Wir haben einige Maßnahmen umgesetzt. Es begann mit relativ kleinen Maßnahmen wie Austausch der Heizungspumpen, wo wir ja eine Sammelbestellung gemacht haben, sodass die Bewohner, die das wahrgenommen haben, günstige Umbausätze erwerben konnten, beziehungsweise die örtlichen Handwerksbetriebe haben die dann eingebaut und die haben dann innerhalb von 2-3 Jahren sogar die Investition amortisiert bekommen. Das war so der erste Schritt. Da haben wir auch Werbung gemacht damals für PV. Und wollen das Thema jetzt nochmal angehen. Es sind eigentlich sind es zwei Themen. Das eine Thema ist das Thema Strom. Und hier geht es zum einen um den Nichtverbrauch. Das heißt, dass der Verbrauch erst gar nicht entsteht, ist mir ganz wichtig. Darum haben wir auch im Rathaus, im Verwaltungsgebäude, die Beleuchtung, den Stromverbrauch haben wir um 80% reduziert durch neue Leuchten. Auch da wollen wir Vorbild sein. Der Strom da muss weniger verbraucht werden, die Geräte müssen effizienter werden. Und der Strom, den wir noch benötigen, möglichst über PV, ich habe extra nochmal nachgeschaut heute, das Klimaschutzkonzept würde, wenn alle Dächer, die geeignet sind in Binsen, mit PV ausgestattet werden, würden wir 3/4 des Stromverbrauchs von Binsen über diese PV-Anlagen produzieren. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Mhm. Das zweite Thema ist das Thema Wärme. Da müssten aber dann die Privaten auch mitspielen. Die müssen mitspielen, ja, die müssen überzeugt werden. Und ich bin mehr denn je überzeugt, dass es richtig und dass es auch eine Möglichkeit ist, für den Einzelnen was zu tun. Und wir sind nicht umsonst Mitglied als Gemeinde in der Bürgerenergiegenossenschaft. Die Gemeinde kann da auch, beziehungsweise die Bürgerenergiegenossenschaft kann da auch selber investieren. Die hat alle unsere Dächer mit PV-Anlagen bestückt. Und das macht sie ja nicht, weil wir so nett sind, sondern weil sie auch eine Rendite sehen. Mhm. Man muss den Bürgern sagen, dass sie eine Rendite kriegen. Und in Kombination mit Speichermöglichkeiten ist das durchaus möglich. Und das wollen wir wieder beginnen. Ja. Das zweite Thema ist das Thema Wärme. Auch hier gilt zunächst, den Wärmeverbrauch zu vermeiden. Das heißt, bevor wir über Holzhackschnitzel nachdenken, also Umstellung von Öl auf regenerative Holzhackschnitzel oder Pellets, könnte man relativ einfach den Verbrauch auch zunächst mal senken und dann die Umstellung angehen. Mhm. Auch da können wir keine eigenen Beiträge leisten, außer bei unseren Gebäuden, aber wir können die Privaten mitnehmen und Werbung machen und können dort, wie gesagt, die Investitionen, die ja tätig oder die notwendig sind, die können wir ja versuchen auch zu generieren bei den Privaten. Ja, also Sie tun auf jeden Fall was in die Richtung. Aber bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden, ist natürlich eine große Herausforderung, nicht? Das ist schwierig. Also ich denke, bei den Neubauten ist nichts das Problem. Mhm. Die Neubauten sind in der Regel sehr gut. Ja. Eigentlich geht es darum, dass wir die Altbauten jetzt anfangen zu sanieren. Und mir ist wichtiger, man würde 1 Euro in die Wärmedämmung eines Altbaus investieren, als dass wir den Euro nehmen und beim Neubau noch mehr machen, was ohnehin auch wirtschaftlich nicht effizient ist. Denken Sie daran, dass die Gemeinde da eventuell die Privaten auch unterstützt? Organisatorisch würde ich sagen, ja, mit Kontakte herstellen, die haben wir ja auch, ja.
Aber dass wir investieren in private Gebäude, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Frau Näslein, wie sieht es bei Ihnen aus? Ökologische und ressourcenschonende Entwicklung der Gemeinde heißt es bei Ihnen im Flugblatt, glaube ich, habe ich das gelesen. Was schwebt Ihnen da konkret vor? Wie soll das aussehen? Also sind auch schon natürlich einige Punkte, wo der Herr Schnoika gerade gesagt hat, mir genauso, stehen bei mir genauso auf der Agenda. Dass da auch eben dieses Vernetzen, auch hier auch die örtlichen Unternehmen mit einbeziehen, auch mit Aktionen, Informationen an die Bürgerinnen und Bürger herangetreten wird. Was könnt ihr denn machen? Eben auch Sanierung von den Altbauten, ressourcenschonende Bebauung ist bei mir auch dieser ökologische Faktor natürlich auch, dass nicht die der Ort Binzen in die Breite weiterhin wächst, sondern dass auch natürlich das Vorhandene, was schon besteht, nochmal geschaut wird, was kann man denn da auch nochmal Lückenschließung, ein Mehrgenerationenhaus mit Aufstockung, solche Sachen. Natürlich entsprechenden Bebauungsplänen muss man natürlich schauen. Da kann aber die Gemeinde natürlich auch entgegenwirken und sagen, okay, der Bebauungsplan ist von 60er Jahre, 70er Jahre, was kann man denn da vielleicht noch aktueller machen? Also dass da noch mal geschaut wird, ökologisch. Also was da ich persönlich finde, ist halt auch der öffentliche Nahverkehr, was auch diesen Klimaschutz natürlich auch zusätzlich fördert. Also je mehr der öffentliche Nahverkehr, so bin ich einfach der Meinung, ausgebaut ist, desto mehr sind auch die Leute bereit, vielleicht auch auf ein Zweit- oder Drittauto zu verzichten. Weil das ist natürlich auch hier grundsätzlich aktuell ein sehr großes Thema, was auch Parkmöglichkeiten oder Abstellungen und so weiter anbelangt. Und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, logischerweise. Muss die Gemeinde Geld in die Hand nehmen für Klimaschutz? Das wird sie natürlich, diese Förderung, denke ich mal, natürlich schon. Aber da ist es eher dieses Aufklären oder die Bürgerinnen und Bürger mit an Bord holen, ihnen das nochmal zu verdeutlichen, welche Aspekte das dann auch bringt. Ähnlich wie Herr Schnoika, ich sehe jetzt keinen großen Widerspruch in dem Thema. Dann gehen wir mal zum nächsten Thema, und zwar das Baugebiet Kantergrund. Das ehemalige Sportplatzareal, also wo früher die Sportplätze des TUS waren, die sind jetzt umgezogen und jetzt ist der Weg frei für ein neues Baugebiet. Bis zu 350 könnten da. Also 150 Wohnungen auf über drei Höfe verteilt und man rechnet so zwischen 300 und 350 neue Mitbürger. Neue Mitbürger, ja. Das Interessante bei dieser ganzen Geschichte ist, die Bauplätze, die da entstehen sollen, die sollen nicht an den sie sollen verkauft werden, aber nicht an den Meistbietenden, sondern an das beste Konzept. Darüber entscheidet dann der Gemeinderat, also da werden Angebote eingeholt und der Gemeinderat darf dann aussuchen, welches er findet, ist das beste Konzept. Die Gemeinde baut zunächst nicht selbst, behält sich aber ein Wiederkaufsrecht vor. Und sie baut auch nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück, drei Höfe, Sie haben es gerade angesprochen, wird quasi drei Bauabschnitte geben sozusagen. Frau Näslein, wenn es nach Ihnen ginge, dann würde die Gemeinde zumindest einige Grundstücke kaufen und selbst bebauen. Mein Gedanke ist tatsächlich eher, dass Konzepte, die den Charakter von Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gefördert werden. Und ich sage jetzt mal, natürlich kann dann eine Gemeinde, wenn sie die Angebote dann erhält, was denn dort hinkommen könnte, dann auch sagt, okay, es sind nicht die Konzepte, die wir auch uns vorgestellt haben, dass sie dann vielleicht auch im zweiten Umkehrschluss dann auch sagen, okay, wir behalten uns doch vor, das selber zu machen, weil wenn ich bezahlbaren Wohnraum schaffe, kann ich mir natürlich auch eine andere Problematik, die es ja auch beispielsweise hier im Dreiländereck einfach auch gibt oder grundsätzlich Wohnraum schaffen, wo sich Altenpfleger, Erzieherinnen, Berufsgruppen, die wir ja auch nötig haben in den Gemeinden, auch schaffen können. Also Sie würden das dann als Option sehen, wenn es kein gutes Konzept gäbe, sozusagen? Genau. Herr Schnoika, sehen Sie es auch so?
Dass wir selber bebauen, meinen Sie? Oder, also mein Ursprungsgedanke war, dass wir ein Baufeld, also ein Baufeld, ein Gebäude, in, also ein Grundstück für ein Gebäude innerhalb des ersten Hofes selbst behalten. Das war mein Ursprungsgedanke, um als Eigentümer selber vermieten zu können. Wir haben ja einige kommunale Wohnhäuser. Hier gleich in der Nachbarschaft? In der Nachbarschaft, also zum Beispiel beim, bei der Feuerwehr oder hier beim Kaffee oder obendran. Das Haus haben wir gekauft oder die beiden kommunalen Wohnhäuser im Kanterweg, um dort selber die Miete bestimmen zu können. Das war zunächst mein eigener Gedanke. Allerdings handelt es sich dann um eine sogenannte Bauvergabe. Das heißt, wir wären im EU-Vergaberecht. Und das EU-Vergaberecht, das ist so komplex, dass, ich sage es ganz offen, wir uns das nicht antun sollten. Das heißt, ich habe wieder Abstand genommen davon. Und wir wollen aber durch die Konzepte ja nichts anderes erreichen. Wir sagen, Sie haben es gesagt, wir legen den Verkehrswert fest als Betrag. Der muss geboten werden. Und dann wollen wir soziale Projekte in Anführungszeichen und wir wollen ökologische Projekte. Also wir werden den Interessenten, den Bewerbern, werden wir sagen, was wir gerne hätten. Also ich mache mal ein Beispiel, um das Thema sozial aufzugreifen. Also ich stelle mir vor, dass als Beispiel jetzt, also es gibt hier 100 andere, da sollen die Bewerber sich Gedanken machen, dass ein Gebäude an Mieter geht, die eine Miete zahlen, die zum Beispiel, auch hier nur eine Zahl ist, als Maßstab 10% unterorts üblich vergeben werden. Ja, das wäre für mich ein soziales Konzept. Da brauchen wir auch nicht selber Eigentümer sein. Beim Ökologischen, da gibt es viele Beispiele, Plus-Energiegebäude oder alles Mögliche, was man sich darunter vorstellen kann, Holzbau und so weiter. Also wir wollen nicht selber investieren. Wir sagen aber, wir begrenzen den Preis auf den Marktwert, aber dafür müsst ihr uns super Projekte bringen. Also ihr müsst uns soziale Projekte bringen, ihr müsst uns ökologische Projekte bringen. Und dann sucht der Gemeinderat einfach aus. Gesagt, Sie meinen, das ist der schlauere Weg, der andere wäre ein furchtbar komplizierter und schwieriger Weg, wenn man sagt, man baut selber. Es hat noch einen zweiten Nachteil, wenn man selber baut, wir müssen ja selber investieren auch. Also wir haben jetzt einige Millionen. Geht es doch gut finanziell. Ja, ja, wir haben aber auch Kredite aufnehmen müssen in Höhe von 4 Millionen Euro und wir haben Sportplatzgelände erstellt. Und das Ziel des Gemeinderates war immer, dass wir diese Kredite auch in absehbarer Zeit zurückzahlen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die Kredite, die wir aufgenommen haben, da gibt es einen Gemeinderatsbeschluss, dass wir jährlich 10% zurücklegen, sodass wir nach 10 Jahren schuldenfrei sind. Und an diesem Konzept würde ich gerne festhalten. Ja, das ist auch was Nachhaltiges. Und wir meinen, wir können das Ziel erreichen, auch wenn wir nicht Eigentümer sind. Gehen Sie da mit, Frau Näslein? Ja. Ja, okay, also Sie... Es kommt immer darauf an, natürlich, wie werden die Konzepte, also die Interessenten, die Konzepte einreichen, was kommt denn tatsächlich zustande, wird auch tatsächlich dieser soziale Charakter von der Bevölkerung auch gewünscht. Und Herr Schnölker hat es vorhin auch teilweise auch gesagt, die Gemeinde möchte auch Vorbildfunktionen haben. Und da denke ich auch, was Schaffung von bezahlbarem Wohnraum angeht, da kann Gemeinde auch Vorbild sein. Vielleicht noch ergänzend noch zum Thema Wiederkaufsrecht, weil das relativ neu ist, beziehungsweise das war ein Gedanke, dass wir trotzdem noch Zugriff haben auf das Grundstück, auch wenn es verkauft wird. Nach 80 Jahren, ja klar. Das ist wie eine Art Erbbau. Mhm. Da geht es ja nach 99 Jahren zurück. Also das heißt zurück, wir bleiben immer Eigentümer. Hier wird es verkauft und nach 80 Jahren hat die Gemeinde, also uns wird es alle nicht mehr betreffen, aber die dann Verantwortlichen haben dann die Möglichkeit, das Grundstück mit dem Gebäude wieder zurückzuerwerben und das Gebäude zum vollen Wert. Und das ist auch so ein Zugriffsrecht, das wir dann haben. Erbbaurecht wäre viel zu kompliziert gewesen. Das war ja auch mal ein Gedanke, den wir geprüft haben. Aber das ist ja so eine Alternative zum Erbbaurecht. Unabhängig davon jetzt, welches Konzept letzten Endes zum Zug kommt oder wie sich das zusammensetzt, Binsen wird dann etwa 300 bis 350 Einwohner mehr haben. Das entspricht einer Steigerung der Bevölkerung um ungefähr 10%, nicht so die Größenordnung. Und das stellt ja auch Anforderungen an die Infrastruktur, nicht? Also man muss ja nicht nur Wohnungen haben, sondern da braucht man auch manches andere. Vielleicht erstmal die Frau Näslein, wo sehen Sie denn da den größten Bedarf? Wo muss Binsen dann auf jeden Fall nachlegen?
Also das war ja dann auch tatsächlich die richtige Entscheidung, dieses Baugebiet nicht auf einmal zu bebauen, sondern in mehreren Schritten über diese drei Höfe, damit einfach auch die vorhandene Infrastruktur mitkommen kann. Wobei man da natürlich auch in gewissen Sachen dann nochmal überprüfen müsste, ob das tatsächlich so passt. Also was jetzt auch im Bereich Kinderbetreuung anbelangt oder auch die medizinische Versorgung. Also wenn da natürlich auch Seniorenwohnheime in der Richtung entstehen sollten zum Beispiel, also sind auch ausreichend Kapazitäten in der Ärzteversorgung vorhanden oder in der Infrastruktur, solche Punkte natürlich. Ja. Also genau. Sie haben selber gerade angesprochen, ich hätte sonst aufgerufen, Kinderbetreuung, da sind Sie ja, wenn ich es richtig aus unserer Berichterstattung entnommen habe, auch nicht so ganz zufrieden, was die Situation hier in Binzen anbelangt. Es gab in der Vergangenheit natürlich Situationen, die ja, zu einer Unzufriedenheit der betroffenen Eltern geführt hat. Ich weiß, dass eine Gemeinde sich natürlich die Erzieherin auch nicht backen kann. Das ist mir durchaus bewusst. Aber eine Gemeinde kann natürlich auch Rahmenbedingungen in der Gemeinde schaffen, dass dann tatsächlich auch Erzieherinnen sagen, ja, ich komme dann hierher zum Arbeiten, zum Wohnen. Und so. Was ja auch weiter die Gemeinde ja auch fördert. Was für Rahmenbedingungen denken Sie da? Also bezahlbarer Wohnraum ist natürlich ein guter Aspekt. Dann Arbeitszeitmodelle, wo natürlich schon in gewissen Rahmen schon durchgeführt werden. Die Hälfte aller Erzieherinnen, laut dem Herrn Schnolker, sind in Teilzeit. Genau, natürlich da muss man entsprechend gucken. Aber ja, also da denke ich, kann die Gemeinde das in Anspruch, also in Angriff nehmen. Die Gemeinde, vertreten jetzt in dem Fall durch Herrn Schneuger, ist ja, ja in den letzten Tagen aber auch ein bisschen in die Kritik geraten, was die Kindergartenplatzversorgung anbelangt, nicht? Diese Geschichte mit Kinderhaus Süd, und ob man das eventuell reaktivieren hätte können für den Zweck mit diesen 7 überstelligen Plätzen. Würden Sie die Kritik teilen? Sehen Sie da ein Versäumnis? Hätte man das besser abfangen müssen? Ich denke mal, dass einfach eine richtige Bedarfsplanung da vielleicht der entscheidende Schritt gewesen wäre, um da vorzubeugen. Die Krise, die jetzt natürlich gekommen ist, hat natürlich dazu geführt, dass auch platztechnisch geschaut werden muss. Also eine Überbelegung von einem Kindergarten ist natürlich nicht nur zu sonstigen Zeiten nicht optimal, sondern auch gerade jetzt, weil wir in Corona-Zeiten sind, würde da Abhilfe schaffen. Wobei natürlich da wieder der Aspekt mit den Erzieherinnen notwendig ist, wobei es gab ja auch Bericht, dass 8 Erzieherinnen in Elternzeit sind, dass man da vielleicht dann auch nochmal entsprechende Planung oder eine bessere Planung nochmal in Angriff nimmt. Geben wir die Frage vielleicht gerade weiter an den Herrn Schneuger. Hat da die Kindergartenbedarfsplanung nicht richtig funktioniert? Ich würde gerne mal die Fakten nochmal kurz darstellen. Es gibt einen Gemeinderatsbeschluss aus dem November letzten Jahres. Da haben wir mitgeteilt, dass wir 3 Kinder auf der sogenannten Warteliste haben. Das heißt, die 3 Kinder, wenn wir die verteilen auf die 4 Kindergartengruppen, das wäre also eine Überbelegung von knapp einem Kind. Das hat sich jetzt dahingehend verändert. Also waren 3 oder 4, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls haben wir jetzt 7 Kinder in Überbelegung. Diese 7 Kinder, also diese zusätzlichen 3 oder 4 Kinder im halben Jahr, das halte ich, ich sag's mal so, marginal, möchte ich einfach mal so sagen. Ist auch Sache, meine ich, wo der Gemeinderat zu Recht sagt, Gemeinde, kümmere dich einfach drum. Wenn es einen betrifft, ist es natürlich nicht marginal. Ja, insofern kümmere dich drum, löst das Problem. Mhm. Und wir haben das gelöst. Wir haben jetzt auch die KVJDS angeschrieben, dass wir da Rückendeckung haben, also in Stuttgart, die Fachbehörde. Das Thema damals im November war, dass wir ein Problem an Erziehern haben. Das hat aber jede Gemeinde. Die Kindergärten, es werden immer mehr Kindergärten und die Erzieher ziehen nicht in dem Maße nach, in der Zahl. Und das wäre jetzt nicht gelöst, wenn wir das Kinderhaus Süd eröffnet hätten. Da hätte ich da mehr oder die Hälfte der Erzieher in Teilzeit arbeitet, was ich
immer unterstützt, weil die eigene Kinder haben, weil sie Angehörige haben, die sie betreuen. Das ist so ein Thema, wo wir auch Mitarbeiter binden, indem wir zustimmen bei Teilzeitanträgen. Wir versuchen, das dienstlich dann auch hinzukriegen. Das wäre nicht gelöst, weil ich hätte zusätzlich drei Personen, drei Erzieherinnen gebraucht, die im Kinderhaus Süd dann die sieben Kinder betreuen. Mhm. Und das wäre organisatorisch wäre das einfach nicht machbar gewesen. Also das heißt, Sie behelfen sich jetzt quasi dann mit einer Ausnahmeregelung, ja, dass Sie vorübergehend die Gruppen stärker belegen dürfen? Nicht? Ist korrekt, mhm. Aber das ist bei vielen anderen Gemeinden ist das üblich und ist das nicht irgendwie außerhalb der Norm. Mhm. Und auch jetzt unter den besonderen Bedingungen Corona, und das meine ich, mehr Abstand haben sollte, finden Sie es trotzdem vertretbar? Ja, wir haben Räume, wir haben den Hort und der Kindergarten ist ja in einem Gebäude oder in mehreren zusammenhängenden Gebäuden. Wir haben da Räume, insbesondere dann am Vormittag, wenn die Hortkinder ja an der Schule sind. Mhm. Also dieses räumliche Problem haben wir nicht, wir haben das personelle Problem. Okay. Vielleicht noch ein Wort zum, wie binden wir die Mitarbeiter? Zum einen eingehen auf private Erfordernisse, Bedürfnisse, ja, da versuche ich auch im Bereich der Verwaltung bei uns hier entgegenzukommen, so gut es geht. Das Zweite ist, wir haben, auch da gibt es ein Gemeinderatsbeschluss, dass wir zwar keine übertariflichen Leistungen bezahlen, aber wir gewähren Jobtickets, also dass, wenn die Leute mit dem Bus kommen, wir gewähren zum Beispiel bei den Erziehern, wenn sie eigene Kinder haben, in anderen Kindergärten gewähren wir Zuschüsse zu den Kindergartenbeiträgen. Mhm. Wir gewähren im Rahmen der Sachbezüge, also dass es steuerfrei möglich ist, bisschen Geld in Anführungszeichen mit netten Gesten, die dazukommen, und das kommt durchaus gut an. Mhm. Ja. Es gibt aber trotzdem einen Mangel. Es gibt einen Mangel, ja, in der Tat. Und es gibt ein Abwerben von anderen Gemeinden. Ja. Also vielleicht eins nur noch, die Frau Braun hat uns geschrieben und hat gesagt, wieso zahlt die Gemeinde nicht einfach den Erzieherinnen mehr Geld? Dann hätte sie vielleicht genügend Leute, die bereit wären, hier zu arbeiten. Ja, also wir sind zwar nicht als Gemeinde im Arbeitgeberverband, aber wir wenden den Tarifvertrag an. Und dieser Tarifvertrag gibt eine bestimmte Vergütung vor. Der Tarifvertrag wurde im Übrigen von 3-4 Jahren einmal angepasst, zu Recht angepasst. Die Erzieher haben mehr Geld, ich glaube, es waren 5 oder 6% mehr Geld bekommen. Ich hoffe, absolut okay. Ich halte allerdings nichts davon, wenn die Gemeinden jetzt eine Art Überbietungswettbewerb veranstalten. Meine Erfahrung ist auch, dass das Thema Geld nur eine gewisse Zeit auch hält. Wichtiger sind, dass man sich wohlfühlt in einem Arbeitsumfeld. Wir merken auch deutlich, wo Bewerbungen herkommen, das ist ganz interessant. Dass man private Dinge berücksichtigt, wie ich vorher gesagt habe, Pflege von Angehörigen oder die eigene Kindererziehung oder was auch immer der private Beweggrund ist. Also eine übertarifliche Zahlung, außerdem, was ich vorher genannt habe, halte ich nicht für zielführend. Würden Sie also nicht mitgehen? Würde ich nicht mitgehen. Ne? Okay. Schön. Dann würde ich sagen, können wir das Thema vielleicht abschließen und noch uns mit dem Verkehr beschäftigen, der ja vorhin schon mal aufgetaucht ist und Anlass gegeben hat zu den verschiedenen Bemerkungen. Hier in Binsen gibt es ja immer so eine gewisse Unzufriedenheit mit der Versorgung an öffentlichem Verkehr. Und in dem Zusammenhang taucht dann immer die Diskussion auch über die Kandertal-S-Bahn auf. Sie stehen da manchmal ein bisschen im Geruch, dass Sie da nicht das unbedingt vorbehaltlos unterstützen würden, sag's mal so, auf die Weise. Was sagen Sie dazu? Ich bin ja schon in öffentlicher Sitzung als Bremser bezeichnet worden. Kann ja so sagen. Ja. Ich denke, der Weg, der jetzt eingeschlagen ist, ist der richtige. Es gibt eine Potenzialanalyse. Da werden, ich glaube, knapp an die 100 Strecken, stillgelegte Strecken, Nebenstrecken werden untersucht, ob das Potenzial vorhanden ist. Ja. Wo gehen denn die Leute überhaupt hin, wenn sie von Kantern kommen? Das meine ich eine wichtige Frage. Es gibt ein Verkehrskonzept vom Landkreis, also durch den Landkreis mit unterstützt, auch mit Unterstützung der Gemeinden. Und es gibt insbesondere auch das Thema, das jetzt gerade aktuell ist, das Thema Entwicklungsachse Kandertal. Also wo wollen eigentlich die Gemeinden hin? Und das ist ein sehr guter Prozess aus meiner Sicht. Die Bürger sind eingebunden. Wo wollen wir denn hin bei Thema Wachstum? Hatten wir ja vorher gerade. Wo wollen wir hin beim Thema Landschaft? Wollen wir alles zubauen? Oder erfreuen wir uns auch an Landschaft? Klammer auf, Grünzüge, Klimaschutz. Und das dritte Thema ist das Thema Verkehr.
Ich denke, der Weg ist der richtige und da muss man schauen. Jetzt zur Binzener Situation. Wenn Sie, wir hatten im, ich meine, es war im Mai letzten Jahres, fuhr ein Zug von Basel, also ein richtiger dieselbetriebener Zug, fuhr nach Kandern. Ich war noch nicht dort, ich bin mitgefahren mit dem Uli Mai. Ich war noch nicht dort, habe ich schon die ersten WhatsApp-Bilder bekommen von Eigentümern von Gebäuden, die direkt an der Kandertalbahn wohnen. Mhm. Und wenn man die Strecke mal entlang laufen würde, was man nicht machen darf, aber wenn man das sieht, sieht man, dass deutlich die Bebauung dicht an den Häusern ist. Und es gibt eine Bürgerinitiative dagegen. Finde ich auch gut, dass sie sich gründet, dass man die Diskussion aufnimmt, Befürworter und Gegner. Und das ist eine Thema. Das andere Thema ist die, das muss man einfach ansprechen, das ist die Stilllegung von Bahnübergängen. Wir haben 13 Bahnübergänge hier in Binzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 13 Bahnübergänge erhalten bleiben. Mhm. Das wird die Mühlestraße sein, es wird die Fischingerstraße sein und natürlich auch die Straße am Sportplatz oder dann beim Wohnpark. Aber es werden nicht alle aufrechterhalten werden können. Das heißt, Sie haben die Befürchtung, dass ein gewisser Unfrieden im Ort entstehen könnte? Den muss man. Also ich meine, man sollte die Kritik, die kommt, die vielleicht auch nicht gerade en vogue ist, das soll man ernst nehmen. Ja? Mhm. Und das war ja auch ein Thema, ich habe das auch in einer Gemeinderatssitzung gesagt, dass wir die Befürworter und die Gegner mal zusammenbringt hier im Rathaussaal. Auch das war dann das Thema Corona, haben wir es halt dann auch zunächst mal nicht weiterverfolgt. Aber ich meine, die Diskussion muss erfolgen und man muss vor allem diejenigen, die betroffen sind, die muss man mitnehmen. Es macht keinen Sinn, irgendwas zu planen und versuchen umzusetzen und stößt dann auf Widerstand. Mhm. Die würde ich gern von Anfang an mitnehmen. Wenn ich da jetzt so ein bisschen raushöre, dass Sie dann vielleicht eher doch sagen würden, dann müssen wir mehr auf den Busverkehr setzen, statt auf die Kandertalbahn. Liege ich da falsch? Zum einen eine Verstärkung des Busverkehrs ist sicher richtig, bis zu einer möglichen Reaktivierung, wie die auch immer aussehen wird. Ja. Mhm. Und dann gibt es noch ein zweites Thema, das ist mir persönlich wichtig, weil ich selber das Verkehrsmittel nutze, das ist das Fahrrad. Mhm. Die Zahl der E-Bikes, die hat massiv zugenommen, ich fahre ja selber auch eins. Wenn man mal sich vorne bei der Stelle, wo der Kreisel kommt, beim Büchle, mal hinstellt am Morgen um 7 oder abends um 5, 6 und sieht, wie viele Fahrradfahrer diese Radstrecke benutzen, da wird aus meiner Sicht auch zu wenig gesprochen. Mhm. Ich meine, wir sollten diesen Teil des Verkehrs sollten wir nicht außer Acht lassen. Okay. Also einmal Stärkung des Busverkehrs und zweitens den Radverkehr. Okay. Wir machen nachher vielleicht nochmal einen Schlenker, aber vielleicht jetzt erstmal die Frau Näslein, was Sie dazu meinen. Frau Näslein, Sie sprechen sich eindeutig für eine S-Bahn aus. Mhm. Warum? Für mich ist es aufgrund der Klimadiskussion eigentlich auch tatsächlich eher die Frage, nicht ob sie kommt, sondern wann kommt sie. Und natürlich, da gebe ich dem Herrn Schnolker recht, die Gemeinde Binzen hat einfach eine Sonderkonstellation, weil bei uns natürlich die Bebauung an der Schiene natürlich ganz anders ist, wie in den umliegenden Gemeinden, die an der S-Bahn wären. Genau, aber trotz aller Bedenken sind Sie klar dafür. Bin ich dafür, mhm. Aber nichtsdestotrotz muss man eben diese Bürgerinnen und Bürger, die betroffen sind, da auch entsprechend mitnehmen, auch tatsächlich ernst nehmen, dass es da natürlich auch gewisse Einschränkungen gibt, was jetzt eben Bahnübergänge gibt oder geben wird. Dem bin ich mir durchaus bewusst, ja. Mhm. Aber der Einzelne muss sich so dem großen Ziel unterordnen in dem Fall? Es spielen ja viele verschiedene Sachen ja da auch eine Rolle. Natürlich, die Gemeinde möchte ökologischer werden. Dazu zählt dann natürlich auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Eine CO2-Reduktion beispielsweise, indem ich auch umsteige, eben tatsächlich auch das Konzept, was ja jetzt auch mit der Verbindung Radverkehr auch ist, sehe ich auch, also bin ich auch ein absoluter Befürworter. Da muss man natürlich auch wieder den Sicherheitsaspekt dann auch nicht, oder muss man auch nochmal im Blick haben, aber es ist manchmal, muss man sagen, es ist eher der Blick tatsächlich eher auf das Große anstatt auf das Kleine. Ja. Ein Kritikpunkt könnte auch noch sein, Ihnen ist ja bezahlbares Wohnen wichtig. Mhm. Jetzt kann man beobachten, Strecken, wo es eine S-Bahn gibt, Wiesental, Breisgau S-Bahn, da schießen die Immobilienpreise in die Höhe. Mhm.
Ist das ein Konflikt? Dass da natürlich ein gewisser Druck entsteht. Angebot und Nachfrage bestimmt natürlich den Markt, aber ich sage jetzt auch, wenn ich Möglichkeiten schaffe, eben bezahlbarer Wohnraum, also wo dann nur Personen mit einem Wohngeldbezug einziehen dürfen, in der Richtung das mache, oder sozialer Wohnungsbau, oder wenn ich sage, okay, ich habe ein Konzept, wo nur Auszubildende einziehen dürfen von den, das heißt jetzt auch beispielsweise örtlichen Unternehmen oder einfach Auszubildende, die natürlich auch ein viel niedriges Lohnniveau entsprechend auch haben, da sehe ich da nicht so den Konflikt. Wobei man natürlich, wir haben ja diese Situation schon erlebt, also da kann man dann ja auch daraus lernen, dass dieser Konflikt vielleicht auch nicht in diesem Ausmaß hier dann auch entsteht. Aber die Preise sind hier schon angezogen für Immobilien, auch in den letzten Jahren. Ja. Das merkt man schon. Ja. Und es würde sich verschärfen. Ja, wobei ich natürlich diese, durch meinen Beruf natürlich auch weiß, dass diese Zuzug nicht nur aufgrund der deutschen Bürger teilweise natürlich entstanden ist, sondern auch, dass viele Schweizer oder Grenzgänger dann natürlich auch wieder zurückkehren und dann hier auch das Angebot oder die Nachfrage zusätzlich noch mitbestimmen. Ja. Herr Schnorker, auch bei Ihnen ist der öffentliche Nahverkehr wieder im Wahlprogramm. Was schwebt Ihnen vor und wie klappt es diesmal? Also ich habe es vorher gesagt, ich meine die Verstärkung des Busverkehrs eindeutig, auch weil er flexibler ist. Mhm. Die Bahn ist ja... Stärkung welchen Busverkehrs? Also der Busverkehr in den Randzeiten im Prinzip und auch am Wochenende, nur muss halt angenommen werden. Und wir hatten vorhin resümiert, das sind so Sachen, da hat vielleicht die Gemeinde gar nicht so sehr den Hebel, den sie da ansetzen kann. Wäre es denn vielleicht auch denkbar, ein eigenes Busangebot zu schaffen? Zum Beispiel, dass man sagt, gerade für die Randzeit ein eigenes Sammeltaxi oder einen Pendlerbus auch für morgens. Es gab tatsächlich auch unser Leser, der Herr Manfred Wied, der hat das auch angeregt und hat gesagt, hey, wenn ich abends nach Lörrach will, nach Weil oder beziehungsweise wieder zurück will aus Lörrach, aus Weil oder aus Basel, Kino, Konzert, Theater, dann habe ich da eigentlich keine Möglichkeiten. Ja, also wir hatten das ja. Wir hatten einen zusätzlichen Busverkehr, ich habe es vorher meine ich angesprochen, der durch die Gemeinden des Kandertals finanziert wurde. Mhm. Das waren um die 100.000, 120.000 Euro in der Summe dann, aufgeteilt auf die Einwohner je Gemeinde. Und das war dann so erfolgreich, dass der Landkreis gesagt hat, das übernehmen wir. Also wir waren dann befreit. Aber das Problem mit den Randzeiten besteht immer noch. Ja, klar. Also wir hatten eine Verbesserung, das muss man einfach mal resümieren. Und die Frage ist, ob wir wieder sowas angehen. Wenn dann nicht als Binsen alleine, das sage ich, das möchte ich einfach mal so formulieren. Ich könnte mir vorstellen, im Rahmen des Verwaltungsverbandes, Vorderes Kantertal, beziehungsweise wieder wie damals, mit Kantern zusammen dann noch als Gemeinde im hinteren Kantertal oder im oberen Kantertal. Könnte ich mir vorstellen, ja. Wobei wir sind jetzt gerade wieder, jetzt muss ich wieder auf den Kreistag Bezug nehmen, in der Diskussion, welche zusätzlichen Möglichkeiten wir schaffen können. Frau Nesslein, wäre das für Sie eine Option? Die Gemeinde stellt ein eigenes Angebot zur Verfügung? Das kann natürlich auch ein Punkt sein, aber da denke ich, sollten wir auch die Online-Befragung, die ja jetzt auch im Rahmen stattfindet in Binsen, wo auch Thema Mobilität auch abgefragt wird, was es denn da auch für Möglichkeiten gibt, sei es jetzt eben dieses Sammeltaxi oder wo auch nochmal nachgefragt wird, wie denn da auch wie steht man zu Carsharing, auch zu Radverkehr, also solche Dinge, was nimmt man in Anspruch, auch die S-Bahn und so weiter, wo da dann tatsächlich für die Zukunft dann auch geschaut werden kann, was kann ich denn auch hier in Binsen tatsächlich umsetzen. Okay. Erstmal die Nachfrage abklären. Natürlich.
Okay, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit möchte ich jetzt ein klein wenig auf die Tube drücken. Wir haben noch einige Fragen von Lesern, die wir Ihnen gerne stellen würden. Wenn Sie vielleicht möglichst kurz antworten. Der Herr Schneuger kommt leider ein bisschen mehr als Ansprechpartner vor, aber das müssen wir den Lesern überlassen. Herr Schneuger, der Herr Freudi möchte wissen, ob für Sie das Amt des Bürgermeisters die Krönung ist oder ob Sie noch ein höheres Amt anstreben. Und der Herr Sauer fragt nach, warum es noch keinen Bücherschrank gibt in Binsen. Okay, zwei unterschiedliche Fragen. Ja. Also ich habe ja vor 8 Jahren schon gesagt, ich habe keine weiteren Ambitionen, da stehe ich heute noch dazu. Wenn ich gewählt werde, dann werde ich mein Amt 8 Jahre ausüben, so es die Gesundheit zulässt. Warum es kein Bürgerschrank gibt, das ist eine interessante Frage. Es war damals auch eine Frage bei der Kandidatenvorstellung vor 8 Jahren, kann mich gut erinnern. Ich war es vielleicht nicht so wichtig, würde ich gerne nochmal aufnehmen. Vielleicht kann ja auch der Herr Sauer, kann ich mal mit Herrn Sauer Kontakt aufnehmen. Vielleicht machen Sie das ja. Frau Näslein, unser Leser Theo Freulin, der vermisst Sachthemen, die Ihnen wichtig sind. Was wollen Sie an neuen eigenen Projekten umsetzen, weil Sie bisher auch hier in der Diskussion viel auch von Projekten gesprochen sind, die eigentlich bereits in Planung sind? Ja, genau. Also es sind einige Projekte, die in Planung sind, die teilweise aber eben nicht umgesetzt worden sind, obwohl entsprechend die Zeit auch vorhanden war. Das ist also tatsächlich ein Punkt, was mir wichtig ist, einfach auch das Resümee von den Bürgerinnen und Bürgern mit dieser Online-Befragung, die jetzt tatsächlich erst startet, sondern wo ich auch sage, okay, das könnte man tatsächlich in regelmäßigen Abständen auch durchführen, damit man einfach auch als Gemeinde auch agieren kann, auch Themen dann auch machen kann. Müssen wir kurz fassen? Ja. Ja. Herr Schneuger, der Herr Freudin möchte von Ihnen wissen, welches künftige Projekt ist Ihnen am wichtigsten und welches konnten Sie nicht umsetzen? Vielleicht zwei wichtige, ich mache es ganz kurz. Kantergrund, die Umsetzung Bebauung Kantergrund ist sicher die anspruchsvollste Aufgabe. Und das zweite ist gemeinsam mit den Gemeinden des Kantertals, also zunächst Verwaltungsverbandsgemeinde und dann hinten mit Kantern, das Thema Entwicklungsachse Kantertal. Mhm. Wir sind da in super Gesprächen mit den Kollegen und wir haben uns da echt auch gefunden. Welches Projekt konnte ich nicht umsetzen? Ja. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, der Herr Lehmann hat mich ja gefragt, die Solara Lärmschutzwand, das tut mir schon ein bisschen. Der Autobahn, nicht? Ja. Okay. Frau Näslein, Stefan Mattes würde gerne wissen, ob es für Sie ein Vorbild gibt, also einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, wie man eine Kommune führen sollte. Da würden mir zwei Personen einfallen. Einmal der Herr Horn in Freiburg tatsächlich und auch die Maike Volkerts aus Tegese-Neustadt. Und warum diese beiden? Weil ich ihren Wahlkampf oder grundsätzlich ihre Art der Kommunikation oder auch ihre Auftritte oder Entscheidungen, die sie ja bisher gefällt haben, auch nachvollzogen habe. Und da würde ich die jetzt nennen, ja. Und jetzt nehmen wir vielleicht noch zwei Fragen, die an beide gerichtet sind. Der Herr Fiedler hatte eingereicht, was denken Sie zum Stichwort die Kirche im Dorf lassen? Wie schätzen Sie das Konfessionelle miteinander ein? Ich zunächst. Fangen Sie an, ja. Ich bin Katholik. Die St. Laurentiuskirche ist eine evangelische Kirche. Wir haben super Zusammenarbeit, meine ich, die Kirchengemeinde und die politische Gemeinde. Wir haben auch schon mal Mittel für kleinere Projekte zur Verfügung gestellt für die Kirche. Und ich bin dankbar, dass mich zum Beispiel der Herr Fiedler auch um Grußworte gebeten hat bei der Konfirmation. Das war für mich dann schon eine Ehre. Und ich denke, dass wir super zusammenkommen. Und das ist für mich ein wichtiger Anker auch für mich. Schön. Frau Näslein? Ich selber bin katholisch erzogen worden, bin mir auch Gemeinde hier durch den evangelischen Charakter tatsächlich bewusst. Mir ist aber der Aspekt, dass einfach auch dieses Dorf auch lebt von eben der Kirche oder dem Engagement, die eine Kirche in den Ort auch bringt. Und das möchte ich genauso weiterhin beibehalten und auch fördern. Okay. Und auch eben Themen, wo es ja Schnittpunkte gibt, auch tatsächlich beibehalten. Wollen wir übergehen zum Thema Wahlempfehlungen?
Das können wir machen, mit Blick auf die Zeit. Herr Schneuker, wenn Sie, wir möchten jetzt bitten um eine Wahlempfehlung für die Frau Näslein. Warum wäre die Frau Näslein eine gute Bürgermeisterin? Da fordern Sie jetzt einiges von mir. Warum ist die Frau Näslein eine gute Bürgermeisterin? Ich nehme das auf, was Sie vorher gesagt haben. Sie sind mutig und Sie wollen frischen Wind reinbringen. Das habe ich so als allererste Antwort auf die erste Frage so wahrgenommen. Okay, und jetzt klären wir den Spieß um. Mhm. Frau Näslein, warum sollte Andreas Schneuker 8 weitere Jahre Bürgermeister in Binsen bleiben? Herr Schneuker hat gute Ansätze hier in die Gemeinde reingebracht. Und wenn er weiterhin mit voller Elan da auch rangeht, denke ich auch, dass er für die nächsten 8 Jahre da gute Arbeit leisten kann. Gute Arbeit leisten. Schön. Okay, ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren. Das war unser Gespräch zur Bürgermeisterwahl in Binsen. Ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen können und Anregungen gefunden, vielleicht eine innere Vergewisserung erfahren, wo Sie das Kreuz machen sollen am Sonntag. Gehen Sie zur Wahl, machen Sie davon Gebrauch. Wenn Sie wissen wollen, wie die Wahl ausgegangen ist, schauen Sie am Sonntagabend auf BZ Online. Und gegebenenfalls, wenn Sie keinen Online haben, schauen Sie am nächsten Tag, am Montag, in die Badische Zeitung. Da werden Sie das auch finden. Ich bedanke mich. Danke mich bei den Teilnehmern. Schönen Abend noch. Ja. Auf Wiedersehen.